In Teltow bei Potsdam geht der nächste Einsatz für die Lebensretter nicht so glimpflich aus. Wir sind unterwegs zu einem Patienten mit gemeldetem schlechten Allgemeinzustand, soll pflegebedürftig sein und jetzt apathisch. Vor Ort müssen wir uns dann sowieso erstmal ein Bild machen, was das genau bedeutet. Wir sind auch allein alarmiert, brauchen jetzt noch 4 Minuten. Was ich immer echt heftig finde, ist, wenn du schon in den Gegenverkehr fährst, ja, und parallel, also wirklich auf die zu. Ja. Und du hast das Gefühl, die werden nicht langsamer. Ich denke mir immer so, sind deine Reflexe ausgefallen? Oder? Es ist ja so, wenn wir mit Sonder- und Wegerechten unterwegs sind, dass wir auch mit erhöhter Geschwindigkeit fahren und wir auf jeden Fall auch auf die Mithilfe der anderen Verkehrsteilnehmer angewiesen sind. Und man muss immer hoch konzentriert sein, weil manchmal eben die Gefahr besteht, dass die Verkehrsteilnehmer nicht so reagieren, wie wir es benötigen. Ah ja, ich danke dir. Am Haus des Patienten erwartet Notfallsanitäterin Lina Klatt und Kollegin Jenny Hennig, ein nervöser Bekannter des Patienten, mit ersten wichtigen Informationen. Guten Tag. Mal vor, ja? Ja, gerne. Der Mann ist eingeschlafen. Moment. Sie sind der Nachbar, oder? Oh, ein Stückchen weg. Achso, ein Stückchen weg. Ah, okay. Hallo. Ja. Wir waren relativ schnell vor Ort und da begrüßte uns gleich der Nachbar unseres Patienten und der hat uns dann die Treppe hochgeführt ins Pflegezimmer und hat uns dann erstmal den Fall erläutert, was jetzt eigentlich die Grundproblematik ist. So, und Sie haben ja angerufen, ne? Ja. Weshalb jetzt? Deine Frau ist gestern verunglückt und die hat mich Hals über Kopf noch verständigt, ob ich die Pflege übernehmen kann. Aha. Und ich hatte mich dort gemeldet, dass ich damit leicht überfordert bin. Okay. Nicht zeitlich, gar kein Problem. Ja. Aber was hier abläuft mit den Medikamenten, weiß ich doch zu wenig. Okay, also geht es jetzt weniger um eine Akutsituation bei ihm? Hat ich auch gesagt. So. Ja, das gut, es wurde uns so nicht übermittelt. Das deswegen. Das Blaulicht an, das hat mich schon gewundert. Okay, der Nachbar meinte, er hätte bei der Alarmierung schon durchgegeben, dass es sich hier eigentlich um ein Versorgungsproblem handelt und gar nicht jetzt um eine akute Notfallsituation, um eine medizinische Notfallsituation. Das ist aber bei uns nicht so angekommen. 2 Jahre schon so. Ja. Ist nichts Neues. Mhm. Vorhin hat er aber über Schmerzen geklagt. Das hat mich noch mal beunruhigt. Okay. Ich hatte nun den Schlüssel von diesem Haus und wurde benachrichtigt, ob ich die Pflege übernehmen kann. Kein Problem, aber ich bin kein Hilfeleister in dieser Form und kann das nicht. Und habe Sorge, dass ich was falsch mache. Aber es ist ja toll, dass Sie sich dazu gekümmert haben. Dass er jetzt, was passiert jetzt mit ihm? Was haben jetzt Sie? Wird er ins Hubertus-Krankenhaus gebracht und wird dort im selben Krankenhaus seiner, wo die Frau jetzt ist, auch liegen und gepflegt, behandelt. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass das sehr gut ist, dass er gemerkt hat und dann entschieden hat, dass er das so alleine nicht stemmen kann. Weil hätte er es jetzt einfach noch versucht, irgendwie, weil er sich vielleicht geschämt hätte, zu sagen, ich kann das nicht, dann geht es ja am Ende dem Patienten immer schlechter. Wie geht's Ihnen? Relativ gut. Okay. Haben Sie Schmerzen? Ja. Ist okay. Ich rufe da mal an, kurz in der Rettungsstelle, ob die das wissen. Ist das hier bei Ihnen so in der Nachbarschaft, dass sich hier jeder um jeden kümmert? Das ist sehr stark üblich, ja. Er hat sofort, ohne zu zögern, zugestimmt, die Pflege von dem Mann zu übernehmen. Und das hat uns schon sehr beeindruckt. Auf jeden Fall. Auch wenn der Nachbar nicht wegen eines akuten Notfalls angerufen hat, merken die Lebensretterinnen schnell, der Patient muss trotzdem in die Klinik. Jetzt hat er wohl schon mit der Frau und auch mit einigen Ärzten im Hubertus telefoniert. Und der Plan ist, den Mann eben auch in dieses Krankenhaus zu bringen, wo seine Frau liegt. Das ist jetzt aber kein Fall für einen Rettungsdienst. Da wir aber keinen Einweisungsschein haben, können wir auch keinen Krankentransport rufen. Das heißt, meine Kollegin Lina telefoniert jetzt mal rum und wir schauen mal, wie wir die Situation gelöst bekommen, dass es gut für den Patienten ist, aber eben auch gut für uns, weil es ist ja ein Rettungsmittel gebunden für etwas, was kein Rettungsmittel bedarf. Wir bringen Sie ins Krankenhaus, in Ordnung, zu Ihrer Frau. Ja, kann es sein, dass Sie einen trockenen Mund haben? Ja. Wollen Sie mal was trinken? Ich trinke. Ja? Möchten Sie jetzt gerade einen Schluck trinken? Okay.
Ja, dann würden wir Ihnen helfen, weil es sieht wirklich so aus, als wäre der Mund trocken. Können Sie das alleine? Sonst helfen wir Ihnen, wie Sie möchten. Als ich mit dem Patienten geredet habe, ist mir aufgefallen, dass er sich doch regelmäßig mit der Zunge über die Lippen leckt. Und da habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht einen trockenen Mund hat und gerne was trinken möchte. Und das hat er dann auch dankend angenommen, das Angebot. Wäre es möglich, dass wir Sie mit Ihrem Treppenlift runterbringen, die Treppe, oder geht es gerade gar nicht mehr? Schlecht. Ich bin gestern hingefallen. Ah, wo haben Sie sich verletzt? Ja, ich habe an eine Verletzung auf dem Rücken. Sie haben gesessen und sind von da runtergerutscht? Ja. Okay. Sollen wir mal fragen, ob Robert mit anpacken würde, dass wir den Tragetuch machen? Ja. Wollen wir das Orangene nehmen? Ja. Das haben wir uns gerade besprochen und beschlossen, dass wir ihn mit dem Tragetuch heruntertragen. Es wird für ihn nicht angenehm sein, zumal er auch Rückenschmerzen angibt. Wir hoffen, dass wir das so gut wie möglich für den Patienten hinbekommen. Auch die Hilfe von unserem Jungs? Ich denke, ja. Der Patient ist schmal, aber die Treppe ist fies. Wollen Sie vielleicht mal das Kopfkissen sich hier drunter legen? So lange noch? Das müssen wir mitnehmen. Okay. Können wir machen. Wir müssen uns jetzt mal erstmal angucken, ob das mit dem Tragetuch so funktioniert, ja? Der Kollege holt Sie jetzt einmal auf die Seite ein Stück. Sie müssen gar nicht viel machen. Riesig, Amanda. Oh, 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 oh. Der Rücken? Alles. Oh, weia, alles blau. Er muss die ganze Zeit irgendwie auf dem Rücken liegen. Und dann zu sehen, dass er da auf so einem riesigen blauen Fleck liegt, das ist natürlich echt, traurig. Was wollen Sie denn jetzt machen? Lassen Sie hier mal bitte los. Lassen Sie mal den Griff los, bitte. Wir tragen Sie jetzt einmal nach unten in dem Tuch. Ja. Das tut Ihnen unheimlich. Auf einer Höhe behalten, oder? Möglichst so, dass wir nicht ganz so weit nach unten uns biegen müssen, aber... Wie bekommen wir überhaupt den Patienten diese steile Treppe, die auch sehr rutschig war, runter? Es ist ja doch sehr unangenehm, wenn man in diesem labbrigen Tuch so ein bisschen zusammengekrümmt hängt. Glücklicherweise hat das dann gut geklappt mit der Hilfe von extern. Und wir konnten den Patienten relativ schnell die Treppe runtertragen. Das ging gut. Und dann auf die bequemere Trage packen. Die sind hier gleich nach der Wende hergezogen und kamen dann schon mal bei Zeiten zu mir, weil sie sich nicht so auskannten mit gärtnerischen Problemen, ob ich bei Notfällen helfe. Und aber es tut einem jetzt bestimmt auch leid, wenn man sieht, wie die Leute immer mehr abbauen. Selbstverständlich. Sonnenzustände sind immer schlimm. Ja. Schönen Tag denn noch. Danke. Der Dame und den Männern. Das kann während der Fahrt ein bisschen ruckeln. Wenn Ihnen irgendwie schlecht werden sollte oder so, sagen Sie mir bitte Bescheid. In Ordnung? Jedes Schlagloch bedeutet starke Schmerzen für den Mann. Eine Herausforderung für Fahrerin Jenny. Wenn ich mit dem Patienten hinten zum Krankenhaus fahre, achte ich ganz stark darauf, wo sind Gullideckel, die viel zu tief eingelassen sind, dass ich die umfahre. Und was mir dann immer besonders leid tut, ist, wenn wir so eine holprige Pflasterstraße haben mit eventuell noch tiefen Löchern, dass wir die dann langfahren müssen, weil man merkt es ja auch, dass der Koffer hinten enorm schwankt. Aber Jenny hat das sehr gut gemacht, ist sehr langsam gefahren und eben hat das gar nichts ausgemacht. Da war ich freudig überrascht. Die Sanitäterinnen bringen den Patienten ohne weitere Komplikationen zu seiner Frau in die Klinik. Hier kann das Ehepaar gemeinsam wieder fit werden.